Jugendlichen. Mannschaft Nummer 1. Das sind so ein bisschen die Jüngeren, glaube ich. Ich weiß es nicht. Die Älteren. Ja, alles durchgemischt, höre ich gerade. Und Team Nummer 2 in Weiß. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen mehr Licht. Der Spot kann aus. Super Parade von Niklas Dirk im Tor der Gladigauer. Er hält die Null.
Gladigau geht in Führung. Torschütze mit der Nummer 10, Markesch. So war das richtig, so ungefähr jedenfalls. Nee, Markesch heißt er, glaube ich. Finzelberg auf jeden Fall. 1:0 für Gladigau. Schon wieder in der letzten Spielminute. Schafft Goldbeck noch den Ausgleich? Timeout. Weiter geht's. Timeout. So, damit, ja, ist in Staffel B für drei Mannschaften noch alles möglich. Da wird noch diskutiert mit dem Schiedsrichter. Geht in Führung.
Justin Novak, Torschütze mit der Nummer 7. Sie, glaube ich, am meisten. Aber Tor ist Tor. Nehmen die Jünglinger gerne. Und wir geben es mal dem Torhüter Steve Rauschenbach. Geben nicht auf hier. Erneuter Führungstreffer durch die Nummer 6, Dominik Arendt. Erzielt wieder den Ausgleich
2:2. Das würde den Ünglingern reichen fürs Halbfinale. Aber wir sehen hier wirklich eine engagierte Bergamoer Mannschaft, die nicht klein beigibt. Mit der Nummer 7 bringt Ünglingen in Führung 3:2. Unglaublich. Aber trotzdem kein Tor. Egal. Letzte Minute. Timeout, Hammer. Und es bleibt beim 3:2 hart, hart, hart erkämpfter
Sieg für die Jünglinger und damit Staffelsieg mit 7 Punkten in der. So, dann haben wir schon das 1:0. Torschütze mit der Nummer 9 für Ladigau. Florian Kleve. Florian Kleve schnürt hier einen Doppelpack. 2:0 Führung für Gladiger. Und wenn wir hier oben richtig gerechnet haben, ohne Gewehr, fehlt Gladiger auch noch 2 Tore fürs Halbfinale. Da ist schon eins. Die Nummer 10, Markesch Finzelberg. 3:0. Was hat er zu dir da? Bitte noch mal zu uns drehen, hier vorne. Hallo. Nummer 11, jetzt haben wir es erkannt.
Dominik Born. 4:0. Ja, bleibt dabei. Dann wird es, glaube ich, reichen. Auf jeden Fall. In der letzten Minute. Reicht das für Gladegau? Und so
unser Rechenzentrum hier oben sagt ja. Aber noch ist ja eine halbe Minute. Sind die Engländer noch der Spielverderber hier? Oh, wir haben nochmal ein Timeout für die letzten 10 Sekunden. So, das war's. Es bleibt beim 4:0. Jetzt müssen wir hier ganz schnell nochmal genau nachrechnen. Erste Tendenz war Halbfinale. Die Mannschaften selber entscheiden. Wir richten uns danach. So, alles angerichtet für das erste Halbfinale. Post-SV Stendal gegen TuS Siegfried Warburg 2. Los geht's. Thank you.
der war im Strafraum, faul im Strafraum, 9 Meter. Klare Angelegenheit, klar angezeigt von Referee Justin Miemel. Aber 9 Meter verwandeln ist heute hier nicht. Ja, schon der zweite verschossen. Es bleibt beim 0:0. Hälfte Spielzeit ist gleich rum. Das war hier ein Hin und Her. War
Pascal Wenrich bringt den TuS Warburg zweite Mannschaft in Führung. 1:0, noch 2 Minuten. Minute läuft. Ist hier noch was drin für die Postler? Geht hier noch mal die Post ab? Und da haben wir den Ausgleich. Torschütze mit der Nummer 7. Christoph Baumann. Das war's. Wir haben ein 9-Meter-Schießen. Und der war souverän verwandelt. Poststeiner geht in Führung. 2:1. Das gleiche in Schwarz, Nummer 6, Marvin Gast, gleicht aus für die Warburger. Ja, auf der 9 Meter gestrichelten Linie, genau, so ist richtig. Die Nummer 6 vom Post SV, Dustin Hallmann, bringt die Postler wieder in Führung. 3:2 der Spielstand. Marco Zimmermann, knochentrocken in die Mitte, zum erneuten Ausgleich. Christoph Baumann versagt erstmal, aber noch ist ja alles drin. Pascal Wenrich hat jetzt die Chance, hier die Warburger ins Finale zu schießen. Jawohl! Das war er, der Finaleinzugstreffer. Die Postler sehen wir wieder hier im Spiel um Platz 3. Hier wart ein toller Gegner hier im Halbfinale. Und die Entscheidung vom Punkt ist ja auch irgendwo immer ein bisschen Glückssache. Mannschaften sind bereit und los geht's!
fantastische Parade von Niklas Dirk. Das wäre es fast gewesen, das 1-0. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Den ersten noch grandios pariert, aber beim zweiten war nichts mehr zu halten für Niklas Dirk. 1-0 für den SV Viktoria Jünglingen. Johannes Feißl, der Torschütze, mit der Nummer 9. Thank you.
Ja, das tut bestimmt gut. Ein Christian Sprenger Genesungsbeifall für Julie. Aber ich glaube, er lächelt schon wieder ein bisschen. Ja, das tat sicherlich weh. Aber er klatscht schon wieder ab. Ich glaube nicht, dass er... Und das Spiel geht schon wieder weiter. Für den SV Viktoria Uerdingen, Torschütze Damian Arndt mit der Nummer 14. SV Viktoria Uerdingen geht mit 3:0 in Führung sogar. Torschütze mit der Nummer 7, Yannick Pausen. Janni. Applaus
Gladigau. Bleibt dran. Postwende, der Anschlusstreffer durch die Nummer 12, Julian Wedekind. Letzte Minute. Kann Gladigau hier noch mal gegenhalten? Fehlen zwei Tore zum 9-Meter-Schießen. Noch 30 Sekunden. So, und damit haben wir auch den zweiten Finalisten, den SV Viktoria Jüngling, die erste Mannschaft, festgestellt. Fertig zum großen Finale. Schiedsrichter bereiten die Mannschaften. Los geht's!
los. Geht in Führung. Torschütze mit der Nummer 10, Marco Zimmermann. Und sie legen gleich nochmal nach, die Nummer 6. Marvin Gast erhöht auf 2:0. Noch die Pranke dran. Riesenreaktion vom Warburger Keeper. Verkürzt auf 2:1. Der alte Abstand hergestellt. 3:1, Nummer 19, Torschütze Michael Gotzig. Der Anschluss wieder für die Jünglinger. Spielstand 2:3. Lieber.
Timeout. Weiter geht's. Finale, das wir hier sehen. Es wogt hin und her, ja. Gibt's noch den Ausgleich für Öngling? Oder macht Warburg das Ding klar? 30 Sekunden noch. Also Chancen waren genug da, aber es reicht für die Warburger. Herzlichen Glückwunsch an den TuS Siegfried Warburg 2. Bereit. Könnte schon mal ausreden, wenn die anderen beiden auch verschießen, ist aber nicht raus. So, Marco Zimmermann ist der Nächste. Das hat wieder abgesprochen, oder? Ein Supermann am Kasten. Die waren alle gut geschossen, aber noch besser gehalten. So, Herr Kessler. Ich hatte es ja angedroht. Schauen wir sie an, Mann. Marco Zimmermann, der Nächste. Kommt er mit. Vom 9 Meter kommt hier. Ja! So wie ihn, hinten rechts. Keine Chance für Niklas Dirk. So, Männer. Wir wollen irgendwann mal fertig werden hier. Seht bitte zu. Alle
Wir könnten noch ein bisschen zurückgehen, auf 20 Meter, oder? Mit dem schwachen Fuß, jetzt sagt der Schiri. Ja. Manch einer hat keinen Schwachen, der hat's gut. Jan, die Pause verwandelt. Marco Zimmermann ist Linksfuß, das weiß jeder, also muss er mit rechts jetzt schießen. Ist drin, der große Pokal geht nach Marburg, da kann man auf die Trophäe. Jawohl, und da haben wir es noch. Bester Torschütze nach dreifachen 9-Meter-Schießen. Bevor wir zu den beiden Finalisten kommen, nur die Auszeichnungen, die es nebenbei noch so gibt. Und da haben wir den besten Torschützen nach einem sagenhaften 9-Meter-Finale hier ermittelt. Vom SV Viktoria Göttingen 1, Janni Paulsen. Hätte jetzt, glaube ich, okay, gut. So. Dann haben wir den besten Torhüter, und das hatte ich ja schon so ein bisschen verraten, der hat ja seine ganze Klasse hier im Entscheidungs-9-Meter-Schießen nochmal unter Beweis gestellt, vom Laues Gladigau, Niklas Dirk. Der räumt zurzeit hier alles ab, habe ich gehört, gestern Abend in Sandau beim Mitternachtsturnier. Die gleiche Trophäe, hast du noch Platz zu Hause in der Schrankwand? Ja, ein bisschen was passt noch, gut. So, dann kommen wir zum besten Spieler des Turniers. Und da haben die Mannschaften entschieden, es waren viele gute heute hier, einer konnte es nur sein. Und das ist vom TuS Warburg 2 mit der Nummer 7, Pascal Wendlich. Wie gesagt, von den Mannschaften entschieden, er hat die meisten Stimmen bekommen und deswegen verdienter Spieler des Turniers. So, die Presse, die Fans, schnell noch ein Bildchen. Okay, so, nun kommen wir zu den beiden Finalisten. Ich denke mal, das war ein tolles Finale und hätte noch ein bisschen besser Ziel gezielt, dann wären wir mehrere gewesen. Turnierzweiter, der Veranstalter SV Viktoria Göttingen. Die Göttinger Fans begeistert gehen, jawohl. Super. Einer war noch besser heute und deswegen Platz Nummer 1, der TuS Siegfried Warburg 2. So, bleibt mir nur noch Danke zu sagen an alle Mannschaften. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Morgen die drei heiligen Könige. Genießt das nochmal und würde mich freuen, wenn wir euch alle im nächsten Jahr hier wieder begrüßen können beim Hallenturnier des SV Viktoria Göttingen. Kommt gut nach Haus. Bleibt schön gesund. Wir sehen uns.